man mag es gar nicht glauben. Und es geht endlich weiter. Willkommen zurück zu, ja, Homefront The Revolution. Mein Gott, es ist her. Mein Gott, es ist her, wo ich gespielt habe und wo ich es aufgenommen habe. Ich habe endlich wieder die Zeit dafür gefunden. Und ich habe keine Ahnung, wie man es nochmal spielt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist ein Weilchen her. So, soll uns aber nicht dran hindern, weiterzumachen. Ich muss natürlich erstmal ein bisschen wieder reinkommen. Gut, ist ein Shooter, spielt sich wie ein Shooter, ist natürlich klar. Aber trotzdem sollte man erstmal ein bisschen, sollte ich ein bisschen reinkommen. Was hat denn der Flex in den letzten Folgen so alles getätigt? Ich verbessere mal die Schrotflinte. Ja, okay. Was haben wir denn? Ach, oh. Der Flex in den letzten Folgen hat alles gekauft an Equipment. Das ist ja geil. Vielen lieben Dank. Okay, zwei Reihen Reflexvisier kaufen wir mal. Einfach haben wir. So. Kleidung. Mein Gott, der hat alles an der Kleidung gekauft. Ich werde verrückt. Also ist ja der Hammer. Okay, ein paar Medipacks kaufen wir uns mal. Sprengstoff kaufen wir auch mal. Und Batterien. Was wir haben wir. So, jetzt speichert das Spiel wieder. Oh, das geht aber jetzt. Oh, durch das neue Update geht es aber jetzt schneller. Das hat auch ein bisschen gedauert beim letzten Mal sonst mal. So. Halbgesprengte Ketten. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren und was jetzt. Okay, jetzt weiß ich es wieder. Hier hatten wir aufgehört. Ja. Alter, lass mich doch mal durch. Stimmt, hier waren wir. Wo denn? Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal als erstes hier hin. Das ist am nähersten. Ich glaube, hier finden wir jetzt auch unser erstes Missionsziel. Ich weiß gar nicht. Ich schau mal eben auf die Karte. Warte mal eben. Ich schau mal eben drauf, wo wir da. Ach ja, geklärt hatten wir ja schon, ne? Oh Gott, Alter. Der Flex hat alles geklärt. Hier könnten wir mal hin. Ah, um das freizuschalten, muss ich halbgesprengte Ketten abschließen. Das ist gut. Das ist super. Dann sollten wir vielleicht erstmal die Mission abschließen. Okay. Du kommst immer näher, Ethan. Sei vorsichtig. Sonst vertreibst du noch die Gefangenen, falls sie sich hier verstecken. Okay, hier sollen Gefangene sein. Ich schau mal. Ich schleich mal. Ich soll vorsichtig vorgehen. Und meine Fresse, wie gut das immer noch aussieht. Auch wenn es jetzt kein Wildhit ist oder so. Aber es macht so viel. Anscheinend waren die Gefangenen hier. Aber irgendetwas hat sie vertrieben. Vielleicht sind sie zu einem speziellen Ort unterwegs. Ich frage mich, ob sie einen Plan haben, um Firli zu verlassen. Wir sollten sie erwischen, bevor sie das schaffen. Naja, ich versuche mal. Ich versuche die mal zu finden. Sind das Gegner? Ich glaube nicht. Die gehören zu uns. Stimmt, wir haben die Gebiete ja geklärt hier. Das heißt also, die gehören alle zu uns. Wir müssen nach drüben, verdammt. Ah, hier. Hier kann ich raus. So. Es dürfen eigentlich kaum noch Gegner hier rumlaufen. Da ja wir hier alles gesäubert haben. Oh, mir juckt schon wieder die Nase. Ist ja unfassbar. Da vorne ist noch ein möglicher Unterschlupf. Schau nach, ob es eine Spur von den Gefangenen gibt. Bestimmt nicht. Hier waren die Gefangenen auch. Ja, hoffentlich sind sie nicht weit gekommen. Such weiter, Ethan. Wir müssen herausfinden, was sie wissen. Ja, wäre ich mal direkt dahin gegangen. Und, ja gut. Beim nächsten Mal wissen wir es Bescheid. Oh, ein Luftschiff. Erinnere mich ein bisschen an Battlefield gerade wieder. So. Ja, wie gesagt, ich kam nicht so richtig zum Aufnehmen in der letzten Zeit und auch im Stream so ein bisschen, ist alles ein bisschen hängen geblieben. Und das Problem ist einfach, wenn du noch nebenbei am Arbeiten bist und dann musst du auch die Zeit noch für andere Sachen in Real Life, boah geil, in Real Life finden, wie zum Beispiel Wäsche machen, kochen, aufräumen, putzen, das gehört alles dazu. Und wenn du niemanden hast so irgendwie, keine Frau, die das für dich erledigt. Nein, soll jetzt nichts Schlimmes heißen. Dann musst du das alles selber machen. Und dann ist es auch ein bisschen schwierig,
so die Zeit dafür. Was ist das? Und das ist auch ein bisschen schwierig, da so ein bisschen die Zeit für zu finden. Guck mal hier. Ich glaube, das war's, ne, oder? Wir sind weg, ne, oder? Alter, aua. Wo denn? Aua, wo? Alter. Wie heile ich mich nochmal? Nein. Ach, nach unten drücken, okay. So, warte. Ich plündere den mal eben aus. Uah! Oh Gott. Habe ich mich jetzt erschrocken. Mach doch nicht sowas mit mir. Alter. So, also würde ich gerne mal wissen, was war das hier oben für ein Sound? Das war doch bestimmt ein Bug, oder? Aha. Ich frage mich, was für ein Raum das gewesen sein soll. Hier geht eine Rolltreppe nach oben und dann hier Ende. Aha. Boah, diese spannende Musik gerade. Nee, und dann kommst du, wie gesagt, und dann kommst du auch nicht so richtig zum Aufnehmen, weil du musst ja auch die Zeit haben dafür, weil es nimmt ja auch Zeit in Anspruch halt. Du kannst ja nicht, sag ich mal, eine Stunde aufnehmen. Da hast du ja nicht viel von. Da hast du gerade mal vielleicht, wenn du eine Stunde aufnimmst, hast du vielleicht zwei Folgen. Na, wenn du die halbe Stunde machst. Ich muss mal gucken, dass ich die Folgen mal nicht mehr so halbe Stunde, sondern mal irgendwie so 20 Minuten mache. Dann habe ich da ein bisschen mehr. Jetzt gehen die Decke aus. Ich hoffe, wir finden sie hier. Dann kann ich da ein bisschen mehr, Dann kann ich da ein bisschen mehr auch aufnehmen. So ist es nicht. Ich versuche mal viel aufzunehmen. So, wir haben irgendwie einen SMS. Ist das immer noch der SMS-Bug? Das ist er nicht, Brady. Such weiter. Widerstandsknopfwort. Das hatten wir schon gelesen. Aber der SMS-Bug ist weg. So wie das aussieht. Weil da kann ich mich nur dran entsinnen. Wir hatten nämlich so einen SMS-Bug gehabt. Huch, hallo. Wo die SMS oben nicht weggingen. Oben rechts am Bildschirmrand. Und hier sind sie auch nicht, oder? Widerstand, ich brauche Hilfe. Drei von uns sind ausgebrochen. Aber wir mussten uns trennen und ich wurde von einem Scharfschützen erwischt. Die anderen sind am Hafen und warten in einem weißen Container auf Bruce. Er verkauft uns ein Boot. Sag ihnen, sie sollen zurückkommen und mich holen. Okay. Das werde ich tun. So, dann werden wir Richtung Hafen gehen. Du machst dich besser auf den Weg zum Hafen und findest sie, bevor sie ein Boot finden. Ja, bevor sie ein Boot finden. Gut, das klingt nach einer Menge Action. Ich bin sehr gespannt. Rote Zone von Old Town sind wir jetzt. Hallo. Okay, wie war das gerade nochmal? Es dürfen keine Gegner mehr hier sein. Natürlich. So. Zur Friedenswächterpatrouille. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier aussieht mit dem weißen Container. Es ist so sehr aufregend gerade. Oh, Alter. Natürlich. Achso, Treibstoff ist voll. Oh Gott. Alter. Oh Gott, ich muss das... Das ist ein ganz anderes Spielen als wie Battlefield. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil der Shooter hier spielt sich ganz anders wie Battlefield. Soll man nicht meinen, aber ist wirklich so. Weil ich habe ja in den letzten Tagen ja sehr, sehr viel Battlefield 1 gespielt, Multiplayer und, ja. Achso, im Übrigen. Für die Leute, die sich fragen, wo bleibt denn eigentlich das letzte... Der Gefangene hat etwas von einem weißen Container gesagt. Wir sollten nachsehen. Vielleicht sind sie ja da drin. Wahrscheinlich der. Für alle Leute, die sich fragen, wo bleibt denn das Let's Play von Weeping Doll? Ja, erstens, muss ich ganz ehrlich gestehen, fand ich das Let's Play jetzt nicht so berauschend. Also es war kein Spiel, wo ich sagen würde, boah, ja, das hau ich jetzt raus. Boah, cool, Alter, wie das hier aussieht. Entschuldigung. Des Weiteren, ja, ist so ein bisschen die Aufnahme versaut, weil durch das VR-Headset und die angeschlossenen Kabel alle an die Elgato Capture-Karte habe meine Stimme durch das VR-Headset aufgenommen. Also ist, weil in dem Headset ist ja ein Mikrofon dran. Und
Mein Mikrofon wurde auch aufgenommen, natürlich. Mein, hier, womit ich die Let's Plays auch aufnehme, womit ich jetzt auch mit euch quatsche. Und, Das ist schlecht. Nein. Moment, diese Leichen sind alt. Das sind nicht die Leute, nach denen wir suchen. Was zum Teufel geht hier vor sich? Und das ist so ein bisschen das Problem gewesen, dass ich da eine doppelte Stimme von mir habe und dann noch verzogen, also versetzt ein bisschen, also nicht synchron, sondern asynchron. Und das ist nicht sehr geil. Da hinten ist noch ein weißer Container. Ja, und somit ist die Aufnahme versaut. Des Weiteren kommt noch dazu, dass die Capture-Karte, hier ist auch ein weißer Container, beziehungsweise durch das VR-Headset wurde irgendwie ein Klick-Sound aufgenommen. Irgendwie, als ob ich die ganze Zeit auf den Controller drücke, musste ich ja, um mich zu bewegen bei Weeping Doll. Und, ja, das ist auch mit auf der Aufnahme, also quasi total versaut. Mehr Leichen. Und wieder sind sie schon seit längerem tot. Ich hoffe, unseren Ausbrechern ist nicht das Gleiche passiert. Wer zum Teufel sperrt Gefangene in diese Container und lässt sie dort sterben? Es macht keinen Sinn, wenn die Norks dahinter stecken. Uah, Alter. Wir sollten weitersuchen. Und ja, und somit ist, wie gesagt, die Aufnahme versaut und das wird auch nicht kommen. Das werde ich auch nicht hochladen. Und also nicht dann wundern. Ich werde das auch nochmal auf Facebook dann nochmal schreiben. Wahrscheinlich, wenn das Video raus ist, habe ich es wahrscheinlich schon geschrieben. Wie gut, dass ich jetzt so viel sehe, ob hier irgendwo ein weißer Container ist. Ah, hier ist noch einer. So. Himmelswillen. Ah. Gott sei Dank. Wer ist da? Ich kann nichts sehen. Wer auch immer du bist, danke. Ich dachte, wir würden hier drinnen sterben. Dieser verdammte Brooks hat uns hier drinnen eingesperrt und wollte uns verrotten lassen. Er sollte uns ein Boot besorgen. Hat gesagt, dass alles bereit sei. Wir waren so dumm. Ich sollte wissen, dass man einem Clap nicht vertrauen kann. Wir haben jeder $1000 bezahlt, nur um in diesem übergroßen Sarg zu enden. Du gehörst zum Widerstand, oder? Lass uns nicht zurückziehen, stecken uns wieder ins Gefängnis. Ich halte es keinen weiteren Tag in diesem Höllenloch aus. Okay, okay. Bleib locker. Bitte hilf uns. Wir haben drei Jahre im Sperrgebiet verbracht und können von Glück reden, dass wir so lange durchgehalten haben. Wenn du uns dabei hilfst, ein Boot zu besorgen, geben wir dir alles, was wir haben. Wir haben zwar kein Geld mehr, aber dafür diese Schlüsselkarte, die uns Brooks gegeben hat. So sind wir rausgekommen. Brooks wird sterben. Der Widerstand könnte sie gut gebrauchen. Ich würde sie dir sofort geben, aber ich habe sie zur Sicherheit geschluckt. Ah, alte Angewohnheiten lassen sich schwer überwinden. Was? Aber sobald sie draußen ist, gehört sie dir. Bitte besorg uns dieses Boot. Wir haben bei der Brücke eins gesehen. Du musst dich nur um die Soldaten kümmern. Was ist mit Redding? Wir müssen ihn holen. Und das werden wir auch. Sobald wir wieder bei Kräften sind, holen wir ihn. Wenn du ein Boot suchst, hast du bei der nahegelegenen Werkstatt die größten Chancen. Früher haben wir von hier entlang des Flusses nach Vorräten gesucht, bis uns die Norks vertrieben haben. Der hat die Schlüsselkarte geschluckt? Ist ja ekelig. Boah, Alter, weißt du, wie die stinken wird? Und ich frage mich, wie kann man eine Schlüsselkarte verschlucken? Alter, das... Boah. Oder beziehungsweise nicht verschlucken, sondern wie schluckt man die denn? Mal ganz ehrlich. Komm ich hier? Hallo. Ah ja, genau so wollte ich das. Okay, jetzt gehe ich erstmal das Gebiet clearen. Ach, guck mal an, da hinten. Warte mal, habe ich eigentlich noch mein Scharfschützen? Ach so, okay. Da steht auf jeden Fall ein Gegner. Oh. Ja, sehr schön. Ja, aber boah, Alter, die Karte. Die wird so stinken, die Karte. Aber sowas von. Wieso bleibt er nicht geduckt? Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Sehr merkwürdig. So, wo war der jetzt gewesen, der uns gesehen hätte? Da hinten die zwei, ne? Uiuiui. Was? Natürlich, das Fahrzeug hat uns gesehen. Natürlich! Billy Alpha, ich brauche hier dringend jemanden.
Und wir müssen hier wahrscheinlich erst den Strom... Ja, war klar. Das wäre sonst zu einfach. Das heißt, wir brauchen ein Moped. Oh, hallo. Okay, die hellsten sind sie jetzt gerade nicht, muss ich sagen. Ich muss das Fahrzeug, glaube ich, auch noch erledigen, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Ja. Und Scharfschützen. So, haben wir. Jawohl, herzlichen Dank. 7 von 20 Fahrzeugen haben wir. Sehr nice, gefällt mir sehr gut. Der ist noch ein bisschen am Funkeln. Wir brauchen ein Moped. Ah, hier ist bestimmt eins drin, oder? Ja. Sehr schön. Sauber. Dann können wir nämlich hier ein bisschen... Okay, Munition ist voll. Gesundheitskit. Hallo? Ich würde gerne die Schubladen öffnen. Oh Gott, ich um Motorrad fahren. So, das haben wir. Jetzt haben wir auch wieder Saft hier. Die Frage ist jetzt, wie schalten wir hier was ein und wo und wenn überhaupt. Ist das da unten? Aber wir haben doch jetzt hier Strom gemacht, oder? Oder gehört das dazu hier? Achso, das gehört dazu. Achso. Yeah. Aber wie kriegen wir das denn hier als unsere Basis? Gehört das zur Mission? Halbgesprengte Ketten. Beschafft das Boot für die Gefangenen. Aber wie kriege ich das denn hier, dass das unser Bereich ist? Muss ich hier noch irgendwas tun? Ich schaue nochmal eben hier in die Spinde rein. Okay, da ist noch ein Radio, ein Transistor, den wir noch kriegen. Aber ansonsten... ich schaue nochmal oben. Vielleicht ist oben ja irgendwie eine Sache. Na, hier haben wir Strom angemacht. Das war ja extra für den Motor fürs Boot. Okay. Vielleicht gehört das dazu, ich weiß es nicht. So, klettern wir mal hier rauf. So. Ja. So. Da haben wir ein Bötchen. Dann würde ich sagen, fahren wir mal mit dem Bötchen. Bootswerft. Ja, jetzt haben wir das Gebiet. Ja, sehr schön. Huch, und es ist Nacht geworden. Und es regnet. Ich kann's nicht glauben, du hast uns wirklich ein Boot organisiert. Du bist durch einen Fluss KVA-Scheiße gekrochen und auf der anderen Seite sauber herausgekommen. Du bist ein unverwüstlicher Schweinehund, das muss ich dir lassen. Ja, ich bin beeindruckt, Brady. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr rückgratlosen Widerständler es drauf hättet. Hey, zeig ein wenig Respekt, Floyd. Du hast zu viel Zeit mit diesen KVA-Typen verbracht und vergessen, wie man mit Leuten umgeht, die einem helfen. So gerne ich auch den ganzen Tag herumsitzen und über Moralvorstellungen plaudern würde, wir müssen weiter. Die KVA wird nicht ewig wegbleiben. Ich will weit weg sein, wenn sie uns suchen kommen. Ja, ja, alles klar. Okay, wir machen uns auf den Weg. Hier ist die Schlüsselkarte, die ich dir versprochen hatte. Mann, du hast sie mehr als verdient. Ja, Glück, klar. Brady. Ich hoffe, deine kleine Revolution zahlt sich gute aus. Gute Arbeit, Ethan. Mit dieser Schlüsselkarte solltest du ins Sperrgebiet kommen. Mach dich auf den Weg zum Tor. Suche nach einem Typen namens Philip Small, sobald du drin bist. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Er ist zwar nicht besonders gefestigt, aber er kann dir dabei helfen, ein Team zu rekrutieren. Ich habe die Waffen und werde versuchen, sie zu dir zu bringen. Momentan ist es nicht leicht, sich frei zu bewegen, aber ich werde es schaffen. Bis bald. Jo, bis bald. Ich habe eine stinkende Schlüsselkarte in der Hosentasche. Vielleicht sollte ich mir in die hintere Po-Ritze reinstecken, damit es nicht so auffällt. Schalte diese beschissenen, feigen Scharfschützen aus. Aber pass auf dich auf.
Hier sind doch gar keine mehr.